Deutschland gegen Tschechien. Im Eishockey eigentlich fast immer eine klare Geschichte, leider zugunsten der Tschechen. Auch diesmal war Ähnliches zu erwarten. Für Deutschland zwar viele ehemalige und auch noch aktuelle Topspieler im Einsatz, bei den Gästen war aber die Zahl der Olympiasiege, Weltmeistertitel und NHL-Spiele kaum noch zu zählen. Bevor es aber losging, wurden erst einmal die drei Deggendorfer Meisterspieler des ERC Ingolstadt, Timo Pielmeier, Christoph Gawlik und Thomas Greilinger, geehrt, die ja in einem denkwürdigen Finale Ende April im alles entscheidenden siebten Spiel in Köln den Titel geholt hatten. Hier noch einmal ein paar Bilder dazu. Sie bekamen einen Wellnessaufenthalt geschenkt, ebenso wie der neue Ingolstädter Sportdirektor Jirschi Ehrenberger und der jetzige Physio und ehemalige Nationalspieler Stefan Retzer. Ja, ist natürlich schon eine Ehre, wir sind alles Deggendorfer und es hat uns schon sehr gefreut, dass wir hier nochmal namentlich erwähnt und geehrt wurden. Lob an DSC, an Bürgermeister, und es war eine schöne Sache, haben uns wirklich sehr darüber gefreut. Weniger Freude kam dann bei Retz und Co. sicherlich auf dem Eis auf. Die Tschechen zeigten recht schnell, dass sie gewillt waren, ähnlich zu dominieren wie beim Hinspiel im April in Tschechien, das sie 9:5 gewannen. Nur die äußeren Bedingungen störten die Gäste etwas. Ja, das ist super gewesen, aber nur das Nebel und das Eis ist ziemlich schlecht gewesen. Da dürfen sich die Verantwortlichen bis zum Saisonstart des Oberligateams am Freitag in Klostersee noch was einfallen lassen. Apropos Oberliga, die Tschechen lagen nach den ersten 20 Minuten mit 3:1 in Front. Den einzigen deutschen Treffer hatte Petro Fiesal markiert, selbst ein gebürtiger Tscheche, der aktuell immer noch beim Deggendorfer Liga-Konkurrent Regensburg aktiv ist. Grundsätzlich kamen die rund 500 Fans voll auf ihre Kosten. Beide zeigten engagiertes Hockey mit zahlreichen technischen Finessen. Und zwei Treffer der Deutschen gab es im Mittelabschnitt auch noch zu bejubeln. Roland Timoschuk und erneut Fiesal trugen sich in die Torschützenliste ein. Der Zwischenstand nach 40 Minuten allerdings 3:8. Spätestens jetzt war das Schlussfazit schon klar. Die sind gut, schnell gewesen. Wir haben mehr technisch gespielt. Und für mich, ich bin der älteste Spieler, für mich ist das wichtig, dass ich das alles überlebt habe. Leider waren uns die Tschechen leicht läuferisch wie auch technisch überlegen. Aber ich glaube, es ist nicht das Entscheidende, wie das Spiel ausgegangen ist, sondern es war für einen guten Zweck und auf das kommt es drauf an. Genau so ist es. Am Ende kommt der Erlös der ganzen Veranstaltung dem Projekt Kinderherzen zugute, das der DSC seit dieser Saison ja massiv unterstützt. Tolle Geschichte, ebenso wie der Schlussdrittel, in dem Deutschland nochmal 2, Tschechien sogar noch 3 Tore nachlegte. Endstand also 11:5 für die Gäste, aber das, wie erwähnt, nicht das Entscheidende. Eine dritte Auflage des Vergleichs? Gerne, aber bitte nicht allzu bald. Ja, glaube ich, brauche jetzt erstmal ein paar Wochen, mich wieder ein bisschen zu erholen. Ich war jetzt, wie gesagt, 2 Jahre nicht mehr am Eis. Also ich brauche jetzt ein bisschen, dass ich wieder auf die Beine komme. Aber generell, solange es wirklich für eine gute Sache ist, machen wir es immer wieder gerne.